Willkommen zurück, Reisende. Wir sind uns immer noch in No Man's Sky. Und als nächstes wollten wir ein bisschen Atlasweg machen, währenddessen Raumstationen abgrasen, Upgrades. Und wir den Exo-Anzug. Mal gucken, wo wir geparkt haben. Da hinten. Dann wir jetzt als erstes einen Angriff nehmen. Letzte Folge haben wir ja Holoterminus gemacht. Artemis. Ich habe unseren Hyperantrieb schon mal eben aufgeladen. Verbinden wir einfach beides miteinander. Atlas und die Karte nicht öffnen. Verbinden wir am besten beides miteinander. In die Finanzsysteme kommen wir noch nicht. Aber recht ins grüne System kommen wir schon. Da wir die Ressourcen aus den Systemen brauchen, die Upgrades, Hyperantriebs. Ja. Ich gucken. Entdeckt. Ist noch nicht entdeckt. Zwei Planeten. Aktivität. Hier. Eine Art. Nein. Grünlicher Planet. Kann man sich ja gleich mal angucken. Das sind die Raumstationen. Gucken, ob wir Glück haben. Und vielleicht kriegen wir auch weite Glyphe. Wir sehen. Gucken, ob hier ein Reisender steht. Und? Ja, ein Reisender, ein Reisender. Gerade halt. Erinnerungsfragment. Ich denke, was ist das denn? Schutz 10. Naja. So. Die Koordinaten haben wir erhalten. Gucken, ob hier unser Platin was wert ist. Dann wäre es ja. Das aus den Ruinen verkaufen. Er ist schon ein bisschen mehr wert. Brauchen wir es halt. Bild. Auch weg. Gucken wir, was die Absprungkapselkoordinaten kosten.
3 Stück können wir uns kaufen. Haben wir 3 neue Plätze für unseren Anzug. Das hier. Das ist schon. So, jetzt gucken wir nach den Upgrades. Dann holen wir uns unsere zweite Glyph. Brauchen wir hier. Genau. So. Ja, fürs Raumschiff. Hyperantrieb in S, Raumschiffschild in S, direkt einbauen. Hyperantrieb. Ein Schild in S. Ja, Reichweite erhöht, Effizienz erhöht. Das ist doch schon mal gut. Jetzt kaufen wir uns ein Upgrade. Wählen 50.000 unten, 100.000 oben. Da unten haben wir jetzt ja ein bisschen Platz wieder. Kaufen wir uns erstmal oben. So, so. Lebenserhaltung S. Wallenschutz haben wir schon. Wasserschutz. Bewegungsmodul. Können wir natürlich auch das Bewegungsmodul. Das Wassermodul kommt hin. Das schieben wir dann nachher noch. Lebenserhaltung können wir. Bild auch. Dass ein Händler dabei hat. Ist natürlich ein Händler. Und dann holen wir uns jetzt Hüfe. Und dann können wir auch direkt da unten die 3 Anzug-Upgrades holen. Nee. Umstation. Hohe Wächteraktivität, das ist natürlich ja, schlecht. Wenn wir uns am besten auf dem grünlichen Planeten, dann holen wir uns die Anzug-Updates. Upgrades meine ich. Weil müssen wir ja nicht auf diesem Planeten hier machen. Vielleicht hat er sogar Wasser, dann können wir unser zweites Upgrade. Gott. Oh. Oh, ganz knapp dran vorbei. Hier gibt's Stromkristalle. Das ist jetzt gerade eher wichtiger. Die brauchen wir für besseren Hyperantrieb. Gern. Also für den Treibstoff. Wo ist hier noch irgendwo? In der Nähe. Zeit, dass wir die Stiefel einbauen. Da sind wir langsam. Los, 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 wir brauchen die, wir brauchen die. So. Hinten ist noch.
aus. Kommen wir noch an irgendeinen ran? Weg. Das ist ein geiles Haustier, muss man. Oh ne, der Sturm hört auf. Fuck, der ist viel zu weit weg. Doch dahin. Los. Brauchen die Sturmkristalle. Oh nein. Warum ist leider zu Ende? Aber da unten ist auch Wasser. Bietet sich jetzt natürlich, holen wir uns jetzt die Glyphe und fliegen mal ein Stück zum Wasser. Können wir für unser fehlt. Das Teil soll fliegen. Holen. Hier können wir uns jetzt erstmal vernünftige Hyperkerne bauen. Das ist doch schon mal schön. Die hält nämlich wesentlich länger auf. Nicht so oft tanken. So, jetzt haben wir die zweite Glyphe. Oh, noch so ein Fragment. Ja, C, brauchen wir noch gar keiner. Am besten fliegen wir im Wasser. So, wenn wir jetzt ein Portal finden, können wir uns mit den zwei Glyphen, die wir jetzt schon gesammelt haben, alle anderen sammeln. Weil wir können dann Systeme, in denen auf jeden Fall ein Reisender sich befindet, könnte man die schnell hintereinander abarbeiten. Gehen wir mal kurz ins Wasser. Gucken, ob wir was hier finden. Suchen Muscheln. Panzerte Muscheln. Müssen wir mal ein Stück. Wenn ja wohl hier irgendwo. Vielleicht welche sein. Da ist. Ja. Muscheln brauchen wir auch, aber. Das eine Upgrade brauchen wir die hier. Der bricht gleich aus. An die Seite. So. Haben wir drei. Und noch drei. Brauchen wir im Übrigen auch, wenn wir uns eine Unterwasserbasis bauen wollen. Oh, da hinten ist noch einer. Da ist einer. Und in den lebenden Muscheln, also in den Muscheln finden wir lebende Perlen.
Mal schön Abstand halten von dem Ding. Sauerstoff. Hinten ist auch noch einer. Kasten drumherum. Seltsam. Salz. Brauchten wir doch auch irgendwas. Auch für irgendwas. Nein. Oh. Oh. Nee, die hier schon wieder. Greif mal in einer Tor an. Weiß auch nicht, was die wollen. Oh, in Ruhe hier. Oh, Quallen. Schon hier sind, können wir das direkt alles mitnehmen, was wir brauchen. Wie denn? Oh nee. Da kommen die also her. Ich habe hier eben aus eine Muschel. Dann haben wir auch direkt eine lebende Perle. Ich kann mal die duplizieren. Also wo ist die Muschel hin? Holen wir uns noch ein paar von den Dingern. Wo ist die Muschel hin? Einer. Das ist alles so weit weg. Dann holen wir uns jetzt die. Dann müssen wir auftauchen und gucken, dass wir unser Schiff irgendwo anders hinstellen.
Basis also geht. Ich spreche das auch 100% falsch aus, aber jetzt. Die Muschel. Und zack, eine lebende Perle. Ja, ganz schön weit auseinander, du. Gehen wir mal nach oben. Echt das Salz. Und dann können wir uns jetzt zu dem grünen Planeten begeben. Das ist so weit weg. Also, zu dem nächsten Planeten, zu dem grünen. Um die Anzug-Upgrade kann man zu finden. Also die Absprungkapsel. Stehen direkt zwei, das ist so. Planet ist leicht ärgerlich. Küste endlich. Dann rufen wir unser Schiff jetzt hierher. Das ist alles viel zu weit. Noch ein bisschen stehen bleiben, vielleicht. Der zeigt nicht an, dass wir es überlebt haben, die 30 Ratten. Eigentlich. Ah, jetzt auf einmal doch. Steigen wir halt mal ein. Also hier ist noch einer. Vielleicht irgendwo. Oh, da. Ein Lande. Noch ein paar Sturmkristalle. Und dann doch noch langsam. Da hinten ist noch welche. Lauf doch da jetzt hin. Nee. Langsam. Fuck. Alles aufladen. Zu dem grünlichen Planeten. Wo das ist? Der da. Los, los. Dann da jetzt. Och, nee.
Das hier ist der Planet eigentlich. Treibstoff ist auch schon wieder leer. So, wir haben ein Stück, das noch. Den Sturmkristalle. Hier ist aber bergig. Kurz scannen. Nutzen. Sehr weit entfernt. Und schon hier sind, das hier so rum. Nehmen wir das direkt. Genau an einem Berg wachsen. Kann man bestimmt auch für irgendwas brauchen. So zum Anpflanzen ist es jetzt zwar eine Frau, aber jetzt wollen wir pflanzen wollen. Wenn das ja einfach in Lagerwelt abpackt, zerstört. Schön viele. Was hat der hier für ein? Jedene Pfützen. Innen gibt es hier ein Gebäude. Holen wir uns jetzt die erste Absprungkapsel und dann die anderen beiden auch noch dem Planeten hier. Ging es nicht so schlimm vom Wetter her. Dann müssen wir noch die Weltraumanomalie holen, dann kriegen wir noch einen Platz für unseren Anzug. Oh, hoffentlich können wir da landen. Dann können wir weiter in Richtung Atlas springen. Da ist ja knapp berechnet. Immerhin sind wir nicht runtergefallen. Das hier einbauen. Es geht, aber wieso geht das hier nicht? Oh. Naja, wer weiß. Ach so, ja. Probieren.
Glück konnten wir uns welche kaufen. So die Koordinaten. Spart uns ein bisschen Geld jetzt am Anfang. Das ist weit weg. Was anderes in der Nähe. So. Ah, hier ist ein Händler. Müssen wir jetzt aber erstmal gucken gehen. Es fehlt nämlich noch so ein Hydraulik. Hat uns gefehlt. Anderswo anders. Kabelbäume fehlen uns noch. Können wir direkt ganz vergessen zu kaufen? Ja, wo war das denn? Anderswo. Ja, hydraulische Verkabelung eine. Wenn er uns das hier schon anbietet, direkt in der Nähe. Koordinaten 6 Millionen, ach, 57 Plätze. Ja, noch nie gesehen, dass es so viel auf einmal zu kaufen gibt. Ist doch aber. Starten. Mal gucken. Baupläne. Was hat er denn so? Fenster. Kabel. Ah, ein Kabelbaum noch. Ein Hydraulik. Nur noch zwei. Okay. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall mal damit alles vollständig ausbauen können. Und wir brauchen nicht jedes Mal die Anomalie rufen. Ein Kabel rum, da reicht doch bestimmt gar nichts. Ah nee, wir brauchen. Hm? Brauchen wir aber auch hiervon. Uns mal 18 Stück. Und die zusammenlegen. Auch. 18 Stück. So. Eine ist ja direkt hier in der Nähe. Oh. Ah. Oh, direkt an dem. Uiuiui. Er hat die Landung eingeleitet, immerhin. Oh nein. Ah, bin nicht vom Berg gefallen. So. Aber wir müssen trotzdem zur Raumstation wegen dem Hydraulikteil und weil uns nach Kabelbäumen fehlt.
Auf jeden Fall auch, wenn es jetzt intelligent. Auch wenn es uns jetzt 6 Millionen zwar gekostet hat. Immer noch billiger, uns die so zu holen, wie nur über die Anomalie und die Raumstation, weil der kostet dann bald jeder Platz alleine schon 100.000. Oder dann immer sogar noch mehr. Aber ja, hier sehr viel geht ja hier dann noch runter. Es ist die Karten so zu holen. Was gewesen. Und die waren ja auch sogar 36% reduziert. So, oh, da ist ein Händler. Was ist denn? Was ist los? Kauf mal gerade. Kauft? Laser, Scanner, Lebenserhaltung, Bewegungsmodul, braucht man auch davon eins, Pulsantrieb, Hyperantrieb, Schild, 2, auch Raumschiff, nein, aber ich kann nicht aufs Raumschiff wechseln. Brauchen noch das und das Positronenmodul. Inframesser hat er auch. Ja, wir müssen das mal hier. Raumschiff. Nein, lauf nicht weg. Wir, nein, ha, aha. Oh Gott. Was wäre abgehauen? Dann kommen halt aber noch eins. Raumschiffschild. Biologie. Positronen. Was wollten wir? Inframesser. Können nämlich besser sein als S-Klasse, können aber auch schlechter sein als D-Klasse. Wer war das eigentlich? Ah, das war für irgendeine Pflanze, die. Ah, das müssen wir mal. Das müssen wir aufheben. Jetzt haben wir auch. Was jetzt? Auch genug Upgrades schon, dann werden wir erst einbauen, wenn wir auch genug Platz haben. Cool, die für die Schiffe. Naja. Einbauen. Startschubdüsen. Die einfach da oben hinsetzen. Ja, das ist schlecht. Oh Gott, das ist ja noch schlechter. Ja gut, da hatten wir jetzt kein Glück, die waren schlecht. Das hier? Ja, das ist gut. So, Minenlaser. Ja uns. Ja, das ist schon nicht schlecht. Haben wir das nicht ge- Ah, keine Kabelbäume. Scanner-Modul. Bei uns. Der ist gut. So, da haben wir noch einen von. Der bringt. Oh. Oh, das war doch schon mal gut. Das ist für. Lebenserhaltungsschutz, Raumschiffschild, Drohnen und Messer. Oh,
Der erste Silber. Haben wir noch einen Kabelbaum. So. Hier noch ein Inframesser. Da haben wir jetzt natürlich noch keine Plätze für, um uns das Inframesser einzubauen. Zitronenwerfer. Da wollte ich weiter ausbauen, aber direkt nach dem Update hat es furchtbar lautes Geräusch gemacht, sobald man die hier voll hatte und weiterkaufen wollte. Es geht zwar, aber also den Tag ging es jetzt dann nicht. Aber es soll wohl wieder behoben sein, aber da kamen wir jetzt ja noch nicht zu. Machen wir jetzt erstmal schnell zur Raumstation gucken wegen. Oh, ha, ha. Wegen Kabelbäumen und wegen dem Hydraulikteil. Und in der nächsten Folge werden wir uns den Planeten hier oder auf dem verdorbener Planet. Da sind keine Wächter. Kann ja auf dem hier. Im Sturm. Vielleicht dann auch auf dem Planeten. Werden wir uns die Absprungkapsel mal suchen und unser Anzug erstmal upgraden. Ich muss der Atlas jetzt noch eine Folge warten. Aber dann sind wir wenigstens schon gut ausgerüstet, um alles weitere zu machen. Nicht immer dahinter schon anhalten. Da fliegt auch ein. Hier vielleicht. Ein Hydraulik, das ist doch schon mal gut. Dann braucht man 16 und 4 oder 5 haben wir schon. Aber auch gekauft. Das hier. Ja, ein Upgrade fertig. Da fehlt uns Phosphor. Was vielleicht irgendein Händler? Das ist dann fertig. Das ist fertig. Da kommt gerade ein Händler. Ja, hier muss ich erstmal. Diesem Hypercluster kriegen wir nun bei Meteoriten. Den Warp-Hyperkern stelle ich gleich her. Hier, bevor die Händler wieder abzischen. Und die dann. Was sie dabei haben. Phosphor. Immer alles. Silber. Hm. Brauchen wir das nicht sammeln. Was hat uns eigentlich noch gefehlt? Ja. Brauchen wir bestimmt wieder noch für irgendwas. Wir haben alle Silber dabei. Und der geht der. Ah, klassisch. Leider haben die keine anderen Materialien. Die wir gebrauchen können. Oh, schade.
Aber das war ja schon mal eine gute Ausbeute. Haben wir das Phosphor? 150 brauchen wir da alleine schon für. Na gut, dass wir gleich bei beiden alles gekauft haben. Ja, eigentlich. Das ist ein Übersetzer, der kommt aber hier oben in die Ecke oder so. Oder Silber. Raumschiff. Lagern wir jetzt mal so. So. Haben wir jetzt ja gut was geschafft. Die Upgrades bekommen schon. Ein bisschen Geld haben wir ja gemacht. So, jetzt kommen wir in rote Sternsysteme. Da können wir Cadmium sammeln. Das geht leider nicht anders. Können wir den einbauen, dann müssen wir kurz in grünes System fürs Emeril, dann können wir auch in alle blauen Systeme, dann können wir wirklich in alle Systeme, die es gibt. Genau, den Warp-Hyperkern. So. Haben wir jetzt ein kleines Stück schneller. Und verbrauchen weniger Treibstoff. Braucht er nicht noch irgendwas? Das blinkt noch. Welche Schaltkreise kriegen wir nur im Piratensystem? Kampfläufer gehören kriegen wir nur von den Wächtern. Gut. Dann würde ich sagen, danke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und sonst bis zum nächsten Mal.